Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert, hat meine Oma immer gesagt. Und deswegen sieht es bei uns, wenn wir zurückgekommen sind, in der Heckgarage immer so aus. Alles leer. Wird Zeit, dass Nachschub reinkommt. Nur das italienische Bier ist noch da. Trollinger leer. Muss auch Nachschub rein. Wasserflaschen. Leer. Also, das gibt Flaschenpfand. Ja, nach so einer langen Reise gibt's doch einiges zu tun. Unter anderem halt Wetter absehen. Ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung hier drin? So, wir verwenden ja keine Kaffeemaschine hier in unserem Gustl, sondern wir machen alles noch richtig zum Aufbrühen. Und unser Wasser, das machen wir natürlich mit unserer Elektroplatte. Und das geht einwandfrei und ratzfatz. Jawohl, die hat sich also für uns auf jeden Fall bewährt. Und was sich bei uns noch bewährt hat, das ist diese Lenkradkralle, die wir uns vom Urlaub zugelegt haben. Also die Lenkradkralle hat sich sehr bewährt im Urlaub. Uns ist nichts passiert. Nein, was aber? Nein, alles okay. Sonst wäre man nämlich jetzt nicht hier in unserem Gustl. Genau. Aber das lag nicht an der Lenkradkralle an sich, ja, denn wenn wir unser Fahrzeug verlassen, sind immer die Frontscheibe und die Seitenscheiben zu, also die kann im Prinzip gar niemand sehen und reingekommen ist ungewollt niemand in unser Wohnmobil. Nein. Dennoch gibt uns die Lenkradkralle ein gewisses Gefühl der Sicherheit, Ossi, oder? Ja, und? Hört das? Kaffeewasser ist fertig. Und wenn jetzt wieder jemand sagt, die Lenkradkralle ist gleich geknackt, weil mit einer kleinen Säge senkt man das Lenkrad durch oder man knappt es mit einer Zange durch. Dann sage ich aber, erstmal muss derjenige eine Zange dabei haben. Und wenn man so will, dann braucht man gar keine Sicherheit, denn jede Sicherheit ist irgendwie überwindbar, inklusive den Abusschlössern. Ja, auch da gibt es Geräte, mit denen man, ein Fachmann, das überwinden kann. Für uns hat es auf jeden Fall ein Stück Sicherheit gebracht. Und allein das ist uns schon mal die 28 Euro, was das gekostet hat, wert. Im Übrigen möchte ich sagen, also wie gesagt, man kann auch einen GPS-Tracker, den ja viele verbaut haben, den kann man auch außer Betrieb setzen, indem man ein Störprogramm zum Beispiel einschaltet, dann bringt es auch nichts. Und der hat auch schon vielen gestohlene Autos wieder auffindbar gemacht. Also wir halten diese Lenkradkralle für wenig Aufwand und für kleines Geld. Und solche Sicherheiten, die kann man sich meines Erachtens sehr wohl leisten, auch wenn sie überwindbar sind. Was uns dann noch gute Dienste geleistet hat, das war unsere neue Außenkamera, die digitale Kamera oder die digitalen Außenspiegel, die wir schon mal vorgestellt haben. Da gibt es jetzt einige Erkenntnisse dazu, die werde ich in einem separaten Video vorstellen und dann natürlich unsere zwei Dashcams, die wir getestet haben. Das sind 4K-Dashcams, also sehr hochwertige Dashcams und die haben wir jetzt auch ausgiebig getestet und da kann ich auch ein paar Beispiele anfügen, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Da gibt es dann auch ein separates Video. Aber jetzt wollen wir erstmal ein Fazit zu unserer Reise drehen. Genau.
Kaffee ist nämlich fertig. Dann kannst du ja gleich losgehen. Ja. So, also wir wussten schon vor längerer Zeit, dass wir weder nach Spanien noch nach Portugal fahren wollten. Wir sind auch etwas später abgefahren, als wir eigentlich wollten. Aber das wisst ihr ja, was die Gründe waren. Helles Knie, OP, erstmal Auge, dann Knie, dann Reha. Und ja, da kam halt so einiges zusammen. Und deshalb haben wir uns entschieden, wir wollen nach Italien fahren. Nicht nach Süditalien, wie wir es eigentlich ursprünglich vorgehabt haben. Denn eigentlich haben wir gesagt, machen wir im Januar Süditalien, in der Sizilien. Aber wir haben gesagt, so weit fahren wir nicht runter, weil wir eigentlich nicht zu lange unterwegs sein wollten. Ja, also und ja, Italien ist ja sehr groß und wir waren jetzt etwas mehr wie 5 Wochen unterwegs und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren in die Toskana. Und was denkt ihr, wenn ihr hört Toskana? Wahrscheinlich genauso wie ich. Ich habe da so schöne Höfe gesehen mit Zypressenbäume davor, dann waren noch Pisa und Florenz, interessante Städte. Aber wie ich das dann mal ein bisschen so studiert habe, diese Karten und nachgelesen, was man da ja alles so dabei hat, ja, wenn man unterwegs ist und sich im Vorfeld überhaupt nicht kundig macht, habe ich festgestellt, Elba gehört ja auch noch zur Toskana. Habt ihr das gewusst? Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wusste es nicht. Und ja, und so sind wir nicht nur in die Toskana, also wir waren nur in der Toskana, aber nicht nur auf dem Festland, so wollte ich sagen, sondern wir sind auch noch auf die Insel Elba. Und es war echt wunderschön. Eigentlich der schönste Teil der Reise, muss ich sagen. Also Elba, das ist wirklich eine traumhafte Insel und das hat sich richtig gelohnt, da hinzufahren. Obwohl es nichts besonders Spektakuläres gibt, wie jetzt Florenz, Siena oder Pisa, ja. Aber es war trotzdem einmalig. Und wenn ihr die Videos, die wir machen, haben ja 3 Videos gemacht von Elba. Wenn ihr die gesehen habt, dann werdet ihr auch wissen, dass das wirklich eine wunderschöne Insel ist. Ja, also Elba hat sich definitiv gelohnt. Ja. Wir wollten euch aber jetzt noch einiges zu Italien, was uns da so aufgefallen ist. Bei einer Italienreise vielleicht ist auch der eine oder andere Tipp dabei, der für euch hilfreich ist. Da die Ursi nämlich, oder wir haben beide etwas zusammengetragen und die Ursi hat es in Reihe und Glied zusammengestellt. Und das tun wir jetzt einfach so einmal in den Raum stellen. Also, dass die Toskana nicht nur aus Zypressen besteht, das habe ich euch ja jetzt gerade erzählt, sondern auch noch sehr viele wunderschöne Sachen sind da. Das Klima um die Jahreszeit, wie wir ja jetzt waren, das, also ist Frühling und das ist wunderbar, Frühling. Ja, wobei es natürlich auch Regentage gegeben hat und der Regen ist ähnlich unangenehm wie bei uns zu Hause, aber es war deutlich wärmer, als es in Deutschland gewesen ist, ja, die ganze Zeit, auch bei Regentagen. Auf jeden Fall, also es war wunderbar, wir konnten eigentlich immer irgendwie ein bisschen was unternehmen und haben es relax angegangen, also Klima in der Vorsaison. Frühling. Und was auch noch schön ist, es ist natürlich nicht überlaufen. Ja. Das war halt auch ganz toll. Wenn man irgendwas besichtigen wollte, konnte man ohne Probleme hinfahren. Viele Parkplätze waren sogar noch kostenfrei, also gerade auf jeden Fall auf Elba. Da waren viele Parkplätze frei. Die es war auch am Festland war auch vieles noch Vorsaisonpreise oder ganz kostenlos, was im Sommer dann was kostet. Mhm. Also Touristen waren genügend unterwegs, das muss man schon sagen, aber natürlich bei weitem nicht so viel, wie sie dann im Hochsommer sein wird. Ja, also wir haben überall wunderbar Platz gefunden mit unserem Fahrzeug und ihr wisst ja, so klein ist der ja jetzt auch wieder nicht. Ja, die Straßen und die Wege in Italien, okay, Schlagloch neben Schlagloch. Italien, sagt man, ist so gut wie pleite, ja. Das merkt man jetzt auch in den Straßenverhältnissen sehr wohl. Da sollte mal ein paar Euro reingesteckt werden, aber wo nichts ist, kannst du ja auch nichts reparieren lassen, ja. Also nicht nur die Straßen sind sehr schlecht, sondern auch die Gehwege. Zumal ja diese Städtchen sind ja schon alle sehr, sehr schmal und eng. Und an vielen Orten gibt es überhaupt nicht mal Gehwege. Und wenn es Gehwege gibt, die sind total uneben und alles. Und ja, da sollte man natürlich auch sehr aufpassen,
diese Erfahrung habe ich halt schmerzhaft gemacht. Ja, ja, okay, was haben wir noch? Autobahnmaut. Ja. Also die Autobahnmaut ist relativ bescheiden gesehen. Den ganzen Rückweg haben wir eigentlich bei Autobahn gefahren. Und wir haben dann festgestellt, dass es an den Autobahnraststätten zum größten Teil, oder ja, zum großen Teil kann man sagen, Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten ja, kostenlos also gibt. Also bei den großen Tankstellen? Ja, bei den Raststätten. Ja, okay. Ja. Ja. Also bei den meisten Raststätten gibt es Ver- und Entsorgung. Die ist komplett kostenlos und teilweise sogar sehr komfortabel. Teilweise sehr, etwas primitiv, aber teilweise sehr komfortabel. Wir blenden euch da mal Foto dazu ein. Es gibt an vielen, aber natürlich nicht an allen Rasthöfen auf der Autobahn V- und E-Stationen speziell für Wohnmobile. Allerdings werden diese nur sehr selten vor der Ausfahrt zum Rastplatz angekündigt. Das heißt, der aufmerksame Fahrer oder Beifahrer entdeckt die Hinweisschilder erst, wenn man an der Ausfahrt schon vorbei ist. Deshalb ist es ratsam, an jedem Rasthof einmal rauszufahren. Wenn eine V- und E-Station vorhanden ist, hat man Glück, wenn nicht, muss man eben den nächsten Rasthof wieder anfahren. Wir hatten hier zum Beispiel Glück und fanden sogar eine sehr komfortable Station, die mit einer manuell zu öffnenden Schranke speziell für Campingfahrzeuge geschützt war. Und das, wenn wir vorher gewusst hätten, dann hätten wir manchmal uns einen offiziellen Stellplatz erspart, denn das Freistehen in Italien ist problemlos. Also man kann in Italien eigentlich, wo es nicht verboten ist, und es ist an den wenigsten Stellen, kann man sich frei hinstellen. Und da haben wir einige schöne Freistehplätze gefunden. Ja, genau eben. Das war dann halt nur mal mit der Entsorgung. Wir haben ja noch eine normale Kassette, ja. Aber es war eigentlich nie ein Problem. Wir haben immer irgendwas gefunden. Also es ging problemlos. Problematischer war es dann auf der Insel Elba. Da gibt es ja keine Autobahnen. Und da haben wir auch keine freie Entsorgungsstation gefunden. Und nicht jeder Campingplatz lässt einen gegen Gebühr entsorgen, ohne dass man dann da übernachtet. Also aber da, was haben wir denn noch? Der Diesel, also Treibstoff? Ja, die Treibstoffpreise sind extrem unterschiedlich. Wir haben von 1,71 Euro bis 1,86 Euro pro Dieselpreise gesehen. Ja. Und das ist teilweise nur wenige hundert Meter auseinander. Also da lohnt es sich dann schon ein bisschen zu schauen, dass man nicht immer den teuersten mitnimmt. Wenn es egal ist, dann ist klar. Was dagegen gut ist, das ist also das Gas. Das kostet nur 66 Cent, glaube ich, ja. LPG. Aber wer nur Gastankflaschen dabei hat, der sollte sich rüsten, denn nicht überall gibt es LPG für Fahrzeuge. Also es ist so, dass in Italien wohl Steuern, das LPG steuerbegünstigt ist. Das heißt, in Italien heißt es GBL, also GBL. Und es ist wohl steuerbegünstigt und darf nicht zu Kühlzwecken, also wie Kühlschrank oder Kochen verwendet werden und auch nicht zum Heizen, sondern nur für Kraftfahrzeuge. Und das habe ich gemerkt, gerade an größeren Tankstellen, die nehmen das nämlich sehr ernst. Die fertigen gar keine Wohnmobile ab. Und bei einer anderen größeren Tankstelle, da habe ich gesagt, ich verstehe kein Wort, was er sagt. Dann hat er sich unter das Auto gelegt, bis er gesehen hat, dass der Gastank drunter ist und keine Gasflasche. Dann hat er es mal eingefüllt und dann hat er ein wenig grantig geschaut, weil nur 10 Liter reingegangen sind und hat er gemerkt, dass wir es doch nur zum Kühlen nehmen. Also zum Kochen meinst du? Und zum Kochen, ja. Heizer Kochen. Da findet man nicht überall was und vor allen Dingen am Sonntag, das haben wir ja gezeigt im Video von Florenz, wie wir das angefahren haben, da haben alle GBL-Tankstellen zu und man steht zwar da bei Eurocard, aber das gilt nicht am Sonntag. Also bei denen, wo wir gewesen sind, hatte man keine Chance, bei Eurocard oder Kreditkarte
zu danken. Nee, weil die ja eigentlich mit Service gehen. Ja. Und da waren wir froh, dass wir keine Tankflaschen haben, sondern dass wir noch richtige Gasflaschen, Nachfüllflaschen im Auto haben. Und mit denen konnten wir dann die Nacht überbrücken, denn die Nächte waren schon noch frisch. Und dann am Montag, also am nächsten Werktag, haben wir dann eine Tankstelle gefunden, die uns problemlos das GWL eingefüllt hat. Die hat überhaupt nicht nachgefragt. Ja. Einer hat uns weggeschickt. Ja, einer hat uns weggeschickt. Da haben wir uns dann zuerst gewundert, bis uns das dann, ja, es hat auch jemand von euch. Jemand von euch hat es uns geschrieben, ja, und das ist auch so. Also das ist besteuert und wird teilweise streng kontrolliert. Die kriegen also eine Strafe, wenn sie das in solche Fahrzeuge einfüllen, wie wir es haben. Aber nicht alle halten sich deswegen trotzdem dran. Nee. Genau, aber es ist sehr günstig. Ja, haben wir schon gesagt. Ja, war, glaube ich, nur 66 Cent. Ja, genau. Und hier kostet es über 1 Euro. Also von daher wäre es super. Also das haben wir ja alles. Ja, Übernachtung. Wir sind viel auf Parkplätze, Stellplätze freigestanden. Italien alles problemlos. Ja, auf 2 Campingplätze waren wir. Auf Elba, ja, genau. Und ansonsten waren wir in den Städten, waren wir auf offiziellen Stellplätzen. Mhm. Da fühlen wir uns auch wohler, wenn das Fahrzeug auf einen offiziellen Stellplatz abgestellt ist. Ja, gerade bei der Großstädte. Ja. Da waren wir aber eben gerade wie bei Pisa, Florenz und Siena. Also diese große Städte waren das alles. Da fühlen wir uns auch einfach wohler, wenn wir das Auto verlassen und dann steht es auf einem relativ sicheren Platz. Aber ansonsten waren wir viel freigestanden, also auch auf Elba. Das ist, bis auf die Stellen, wo es ausdrücklich untersagt wird, ist das kein Problem. Und also ich und wir, kann ja auch für dich reden, wir haben uns nie unwohl gefühlt. Nein, oder unsicher oder irgendwie. Also null Angst, dass jetzt irgendwie was passieren könnte. Das, also ich habe mich ganz normal sicher gefühlt. Genau, wir tun natürlich unsere Sicherungen rein, wie wir es ja schon mal beschrieben haben. Ja, aber Vorkehrungen trifft man natürlich. Aber es war nicht einmal Einbruchversuch oder sowas. Nein, Gott sei Dank. Genau. Gott sei Dank, da sind wir verschont geblieben. Also uns ist diesbezüglich null passiert. Internet habe ich noch aufgeschrieben. Ja, auf Elba teilweise sehr schlecht, also gerade in den Außenbereichen, da gibt es teilweise so gut wie kein Internet an dem Campingplatz, an dem bei Porto Azzurro, da gab es so gut wie gar nichts. Ja, der hat Wi-Fi gehabt. Der hat dann WLAN hat er gehabt, also das konnte man dann nutzen. Aber wenn das nicht gewesen wäre, dann wären wir weitergefahren, weil wir brauchen natürlich schon ein funktionierendes Netz. Mhm. Es ist teilweise schwach und teilweise ist es gut, aber das gilt auch für ganz Italien, denn bei Mailand, wo wir übernachtet haben, da in Saronno, ja, da war das Netz auch extrem schlecht. Einmal sind wir sogar vom Platz weggefahren. Der wäre super, ein ganz toller Platz mit Blick aufs Meer. Und da sind wir dann weitergefahren, weil wir hatten null Internet. Und das ist für uns einfach zu wenig. Ja, da haben wir uns halt ein anderes Plätzchen gesucht und ging auch. War allerdings keine so schöne Sicht. Nein. Aber wir wollten ja eh nur Übernachtung, keinen Urlaub dort verbringen. Und in der Regel machen wir die Augen zu, wenn wir schlafen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also, du hast die Liste. Ja, Elba kam mir sehr sauber vor. Also so gut wie nichts ist rumgelegen, wenn ich da manchmal an Deutschland, an manche Ecke denke. Also muss ich sagen, top. Am Festland war es nicht ganz so toll, manchmal. Aber auch nicht schlimm. Nee, absolut nicht. Also gab es gar kein Problem. Ja, und die Italiener, Südländer, temperamentvoll, freundlich, zuvorkommend. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ja, auch hilfsbereit. Ja, habe ich das neu gesagt? Zuvorkommend. Nee, ihr habt ja auch mal eine Szene gesehen, wo wir mal durch eine ganz enge Gasse durchgefahren sind, was keine Fußgängerzone war, wie manche geschrieben haben. Ja, genau. Aber wie gesagt, unser Gustl ist nicht das kleinste Fahrzeug. Und das sind sie dann auch gekommen und haben uns geholfen und durchgewunken. Also war kein Problem. War wirklich nett. Also mir hat's gut gefallen. Mir auch. Mhm. Und euch hoffentlich auch. Ja. Wir haben ja doch Videos gemacht. Ja, ich denke auch. Sonst habe ich eigentlich nichts mehr auf. Ach so, die Fähre. Die Fähre nach Elba rüber.
Die kann man online buchen, das ist kein Problem. Zu der Zeit, wo wir waren, war die Fähre halt leer. Naja, oder halb ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber es waren genügend Plätze frei, also auch im PKW oder im Fahrzeugbereich. Und das war kein Problem, die zu buchen. Im Sommer sieht es vielleicht ein wenig anders aus, aber ich glaube, man kommt da relativ spontan rüber. Also wir haben halt immer einen Tag vorher, wenn wir wussten, Am wir Abend vorher haben wir oder am geguckt. Abend vorher sogar, ja, haben wir gesagt, morgen fahren wir jetzt entweder vom Festland nach Elba rüber, haben wir am Abend dann gebucht, war kein Problem und auf dem Rückweg genauso. Da wusste man auch, dass man also am anderen Tage nach Hause fahren wollte, haben wir auch gebucht ohne Probleme. Also eben wie gesagt, das ist Vorsaison, in der Hauptsaison ist vielleicht wieder etwas anders. Vorsaison hat halt einfach seine Vorteile. Ja, das, was ich nur sagen wollte, mit den Lokalen übrigens, da gibt es kein Trinkgeld. Also wer schon mal, ich habe ja früher mal Stadtführungen in Konstanz gemacht und auch Reiseleiter war ich mal und da habe ich ab und zu mal auch italienische Gruppen gehabt und da habe ich mir dann immer gewundert, dass ich dann hier Trinkgeld bekomme. Das ist in Italien, wird es überhaupt nicht erwartet, da gibt es kein Trinkgeld. Deswegen, wenn man in ein Lokal reingeht, da gibt es dann eine Servicegebühr. Das ist dann fürs Gedeck praktisch, das muss man bezahlen. Und das sind dann 6 Euro oder mal 4 Euro Ja, wir haben da unterschiedlich. schon 2,50 zahlt. Also das Ja, ist von Lokal zu Lokal unterschiedlich. unterschiedlich, was die fürs Gedeck Und verlangen. der Rest wird so abgerechnet, wie es auf der Karte steht. Also Pizzen sind sehr günstig, um die 10 Euro. Ja, Einmal zwischen wenn. 10 und 15, je Ja. nachdem, was man halt möchte. Oder auch je nachdem, an Ja. welchem Ort man ist. Also, man kann gut essen gehen in Italien und ist ja so weit. Also, ich denke, das war alles, hat alles soweit einen guten Eindruck gemacht, oder? Also über unsere Kosten kann ich euch nichts sagen. Wer Lust hat, hier, bitteschön, sind sämtliche Rechnungen und Belege, die wir bekommen haben. Überall haben wir mal was bekommen. Aber diese Mühe, das alles zusammenzurechnen, da Das habe ich echt keinen interessiert Bock. ja Das nicht. interessiert niemand. Ist auf jeden Zahlt, ich zahlt. Die größte Rechnung war natürlich in der Fiat-Werkstatt. Die haut hier zu Buche. Aber ansonsten, was soll's? Es ist Urlaub. erstens war es Urlaub und zum zweiten Hotelreise wäre wesentlich teurer gewesen. Aber gut, ich meine, wir haben ja den Unterhalt und den Anschaffungspreis vom Hostel. Also deswegen ist Wohnmobilreisen nicht schnäppchenmäßig. Ja, die Nein. Kosten liegen halt, die verteilen sich halt anders. Ja. Ja, genau. Ich meine, die Fähre kostet auch Geld. Um die 100, etwas über 100 Euro hin und etwas über 100 Euro Ja, zurück. also alles kein Beinbruch, wenn man sich so eine Reise einfach machen Eine möchte. Kugel Eis 3,50, aber dafür sind Oh, es. das war aber, das waren zwei Kugeln eigentlich, denn du Manche. hast immer zwei verschiedene Ja. Eissorte drauf gehabt. Also, aber das Eis natürlich einmalig lecker da drüben. Also, egal ob in San Gimignano oder auf Elba, ja. Also, das Eis war immer lecker. Das hat immer wunderbar geschmeckt, ja. So, und jetzt Ja. haben wir noch was, oder ist jetzt fertig? Ja, Habt ihr noch eigentlich. Fragen? Ach so, ich gehe jetzt nicht. Ja, höchstens. Wein hat gut geschmeckt. Chianti war gut. Ja. Trolinger ist besser. Wir haben keine Flasche mitgenommen. Alles in Nein. Italien gelassen, ja. Und jetzt daheim wenden wir uns wieder den heimischen Wein zu. Ja, wir haben ja da unter den Wein getrunken. Chianti haben wir getrunken. Auf Elba haben wir den Wein probiert. Habt ihr ja auch gesehen. Ja. Elba-Wein ist jetzt, glaube ich, nicht unser Nicht das Highlight, ja. Ding. Und vom italienischen Bier, da habe ich noch was dabei. Also wenn er uns trifft jetzt demnächst, dann könnt ihr noch ein Fläschchen Bier haben, wenn ihr wollt. Nein. Ja, aber ansonsten. Haben wir nichts mehr? Also, das Nee. war unsere Reise, war wunderschön. 5 Wochen und davon 2 Wochen auf Elba. Das Gute war, 2 Wochen, ja, ja. das war sehr, sehr schön, war das. Und das Wetter hat auch so weit gepasst. Also, wir können euch diese Reise, die wir gemacht haben, nur empfehlen. War wirklich toll. Vielleicht kein größeres Fahrzeug als Ach, unseres. was sie. Es war zum Teil schon verdammt eng. Es war verdammt eng teilweise, aber man wäre mit der 10 cm breiter und mit 50 cm länger wäre man auch durchgekommen. Aber das ist ein Thema zwischen uns, ja.
Ich wollte es euch nur sagen, nicht, dass ihr jetzt da mit einem riesen Morello ankommt oder sonstiges. Naja. Ist nur am Campingplatz ein bisschen schwierig, weil die teilweise überdacht sind, aber. Ja, und diese Plantagen, die haben da wahnsinnige Plantagen gehabt, die geschnitten sind und da mit Bäumen. Also da hat man, hätte man schon mit dem Alkove zum Teil aber Probleme gehabt. In La Cruna war sogar so ein Riesenfahrzeug. Ja, so ein Expeditionsfahrzeug. Ja, also der hat auch Platz gehabt. Also das soll keinen Abbruch tun. Nur wenn ihr natürlich ein wesentlich größeres Fahrzeug habt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr nicht auf eine Nebenstraße gerade, sondern dann müsst ihr euch an die SS-Straßen gewöhnen, ja. Ja, oder die S heißt, ich glaube, SS ist, glaube ich, schon so eine Straße. Also nee, es gibt da so eine Hauptstraße, die so eigentlich ringsrum geht. Die nummeriert sind. Uh-huh. Und die solltet ihr da nehmen, aber man kommt dann schon durch, ja. Ja. Wir sind's. Oder vielmehr der Helle. Und der Gustl. Aber hat schon Spaß gemacht und ja, war wunderschön. Also ihr hört uns immer noch Schwärme und ja, es hat uns richtig, richtig gut gefallen. Ja, wir haben schon den nächsten Plan, aber dann erst später. Aber jetzt fahren wir erstmal in den Schwarzwald. Ja, da treffen wir uns mit Freunden. Genau. Und dann für den Sommer haben wir uns auch schon was überlegt, was wir machen, eine größere Tour. Aber das sagen wir dann zu gegebener Zeit. Ändert sich ja unter Umständen wieder was bei uns. Ja, genau. Bei uns ändert sich ja auch laufend irgendwas. Und wir sind spontan und das ist ja eigentlich auch das Schöne beim Momofahren, oder? Ja. Hm. Und ich würde sagen, das war's jetzt. Ja, wir trinken jetzt noch unseren Kaffee. Genießt hier noch ein bisschen den Gustl. Und dann schneide ich wieder Filme. Also, dann macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die Daumen, für die Kommentare. Hat uns sehr gefreut, dass so viele Mitreisende mit uns unterwegs gewesen sind. Ja, und wenn ihr nur irgendwelche Fragen habt, schreibt's einfach in die Kommentare. Wir bemühen uns, die alle zu beantworten. Jawohl, auch die E-Mails, die ihr uns schreibt. Ich hoffe, wir kriegen immer wieder E-Mails zwischendurch. Ich hoffe nicht, dass ich da eine vergessen habe zu beantworten. In der Regel beantworten wir alles möglichst schnell, damit es nicht untergeht. Aber das kann natürlich trotzdem mal passieren. Es ist nicht böse gemeint. Seht uns dann einfach nach. Ja. Und auch mit unserer Aussprache. Wollen wir das auch nochmal artikulieren? Haben wir eigentlich genügend im Florenz-Video artikuliert? Ja, genau. Also, wir sind gut mit unserem Italienisch durch Italien gekommen. Die waren alle sehr freundlich zu uns und haben sich Deutsch, Englisch, Italienisch? Ja, Fränkisch. Ja. Also das klappt und alles gut. Ja. Alles gut. Und wenn man was falsch ausspricht, sprechen wir es halt falsch aus. So ist es halt. Keiner ist perfekt und wir auch nicht. Wir schon gleich zweimal nicht. Nein. Wollen wir gar nicht sein. Nein. Weil uns geht es gut, so wie wir sind. Ja. Genau. So, und in dem Sinn, lasst es euch auch gut gehen, bleibt gesund. Mhm. Und nochmal vielen Dank, dass ihr bei uns mitgereist seid. Hat uns viel Spaß gemacht. Jawohl. Und somit sagen wir jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.